würden gerne erst einen Blick mal werfen auf Herrn Mikomskis Arbeit. Ja, gut. Guten Tag. Das durften Sie in Dresden alles untersuchen, wie genau. Das originell genau. Gemalt wurde? Genau. Das ist jetzt direkt vor Ort. Zum Beispiel auch wegen der ganzen Farbigkeit, dass man sich ja mit hineinversetzen kann. Mhm. Im Prinzip ist jetzt bei dem Original noch so, der ganze Firnis, der vergilbt ist, deswegen sieht man jetzt teilweise nichts mehr. Mhm. Wenn man sich aber jetzt so mit ihm beschäftigt und sich die anderen Bilder anschaut, hat er natürlich nicht von vornherein so dunkel gemalt. Hier ist dann richtig das ganze Grün, Wiesen, Blumen sind alles drauf. Mhm. Und das mache ich natürlich jetzt alles mit. Also ich habe das Bild genauso technisch aufgebaut, wie er das auch gemacht hatte. Das ist unglaublich. So, dann machen wir das ein bisschen.